Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Weiter geht's hier im Maya-Zinu-U-Schrein. Problemfixierung ist das Thema. Ja, ich hoffe mal, das wird nicht ganz so schwer hier. Wir werden sehen, wir werden sehen. Da ist das Ziel. Da vorne ist dann, denke ich mal, die Schatztruhe, die man sich erspielen kann. Ja, interessant. Und jetzt? Was muss man denn hier machen? Interessant. Ach so, ach, man muss das so flippen. Oh nein, das ist hier so eine Art Baseball spielen, oder was? Ja, Moment, Moment, Leute, das kriege ich hin. Ich als alter Baseball-Profi. Nein, bin ich tatsächlich nicht, aber... Ich versuche jetzt mal einer zu werden. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange das hier dauern wird. So Präzisionsschlagen. Ja, könnte übel sein. Warum liegt denn da ein Holzfall? Na egal. So, erstmal hier Testversuch. Ja, das war ja schon mal nichts, würde ich sagen. Hä? Wo ist denn das Ding hierher gekommen? Lag das auch gerade schon da? Ich habe das nicht gesehen. Na, vielleicht machen wir es mal mit so einem Stäbchen hier vorne nur. Das war auf jeden Fall schon mal ein richtig miserabler erster Versuch. So ein richtiger Fail-Versuch. Das heißt, alle anderen Versuche werden jetzt besser. Oder schlechter. Gucken wir mal. Boah. Definitiv ein bisschen früher schlagen. Ja, was? Gibt's doch gar nicht. Nicht schlecht. Jetzt das Ganze in schwierig auf der anderen Seite. Das ist aber ein mega, mega geiler Schrein. Das ist hier super kreativ. Ach, Zelda. Tears of the Kingdom. Du überrascht mich immer wieder. Ja, die Platte hier muss auf jeden Fall weg. Die Platte muss weg. Ja, die werden wir oben befestigen müssen in der Decke. Also in der Mitte müssen wir die ungefähr dranhängen. Diese Flöcke sind übrigens wirklich so ultra, ultra praktisch. Ich weiß gar nicht, ob hier zwei notwendig wären. Mache ich jetzt aber einfach, weil es ein bisschen schöner aussieht. Na, immerhin, das hat ja schon mal funktioniert. Der Schläger denn von der Länge her? Okay, ach, mit Sicherheit. Wenn ich das andere Rätsel lösen konnte auf der anderen Seite, dann wird das da rechts auch passen. Nur muss ich diesmal in die andere Richtung schlagen. Holy moly, ich habe mich fast selbst umgebracht.
Einfach um es mal ganz kurz auszuprobieren. Ich will nur wissen, ob ich die Kugel auch dahin tragen könnte. Nur der Vollständigkeit halber. Nö, geht nicht. Hätte ja sein können. Man braucht sich das Leben ja nicht künstlich schwer machen, ne? Ich habe auf jeden Fall schon mal den Spaß meines Lebens mit dem Schrein hier. Was war das denn bitte für ein guter Treffer? Der Schrein hier ist eine klare 10 von 10. Gibt ja so ein, zwei langweilige, aber der hier, na, der ist schon nicht schlecht. Ja, damit sind wir hier auch schon fertig. Heißt, wir können weiter in Richtung Plateau reisen. Und wenn wir wollten, könnten wir uns theoretisch auch ein Herzteil holen oder ein Herzcontainer. Ich sag immer noch Herzteile. Aber eins nach dem anderen. Der alte Umschlagplatz. Es wird erstmal Zeit, da oben aufzuräumen. Wie kommen wir denn jetzt fluffig da hoch? Ich wette, da ist irgendwo an der Seite ein Weg. Oder man baut sich halt hier mit den Plattformen einen Weg. Wo kein Weg ist, da sorge ich für einen. Wehe, der Weg ist jetzt hier umsonst. Dann bin ich aber traurig. Nope, da vorne kommt man tatsächlich nach oben. Ah, das war ja schon mal nix. Boah, der hat überlebt, oder was? Ach, so ein Fetter ist so ein Schwarzer. Da waren aber noch mehr. Also ich habe an der Seite noch ein paar Bockblins gesehen. Zumindest einen. Also einer war da oben. Heißt, wir werden wohl da oben die Festung einnehmen müssen, damit wir den Turm betreten können. Oh ja, natürlich mit so einer riesigen Eisenkugel. Ja, die Taktik ist jetzt kein Geheimnis mehr. Nein, geh doch hoch. Eieieiei, knappe Kiste. Wisst ihr was, mit der Kugel verbessere ich mir hier so einen Stock. War's das denn schon? Oder muss man hier noch mehr machen? Das sieht so crazy aus, mit so einer riesigen Kugel. Ja, ein bisschen was kommt anscheinend doch noch.
Da ist ja hier die Kugel die perfekte Waffe. Was? Was? Wovon habe ich denn so viel Damage gekriegt? Yes, wer hat mich denn hier abgeballert? Was machst du jetzt da unten? Hast du aufgegeben oder kommst du nach oben? Uiuiuiuiui. Erst große Klappe haben und dann ich werf die jetzt alle hier runter. Ich mach da unten einen Stapel. So Jenga-mäßig, dann zieh ich die immer unten raus. Gilt das denn als besiegt? Ist der jetzt hier oben nachgespawnt? Das ist ja eine fiese Kiste. Fiese Kiste. Ich bin doch ausgewichen. Ich hab's jedenfalls versucht. Er hat seine Waffe verloren. Schön. Na komm, dich mach ich auch noch fertig. One-Hit-Kill. Jetzt haben wir es hier aber wirklich. Oder zählt der da unten immer noch? Also ich weiß halt nicht, ob der eine, der jetzt runtergefallen ist, der Dicke, ob der immer noch lebt. Müsste man rausfinden, indem man runtergeht, aber habe jetzt gerade keine Lust drauf. Lasst mich raten, das wäre die eigentliche Taktik gewesen. Man hätte die Fässer halt hinter ihm abballern können, dann hätte er super viel Damage bekommen. Eine Rösteichel. Über offenem Feuer geröstete Eichel. Mit süßem Aroma. Ach, ich mach jetzt hier alle Fässer noch kaputt. Kabumm. Hab ich irgendwie Lust drauf. Der Turm in der Ebene von Hyrule. Oh, man kann einfach so rein. Und damit haben wir einen weiteren Teil der Karte aufgedeckt. Bitte eine Himmelsinsel, bitte. Irgendwas Cooles hier oben. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert und die Himmelskarte natürlich auch. Auf jeden Fall machen wir hier jetzt mal eben kurz einen zwischen Stopp. Oder auch nicht. Hey, doch! Ah, du hast dich festgehalten, kluger Bursche. Dachte, wir segeln da runter. Ja, ne, da hinten könnte man theoretisch hin. Da ist ein Fluss. Da besteht die Möglichkeit, dass wir Feen finden.
nicht ein Fluss, sondern so ein, ja, so ein Tümpel. Aber ansonsten, ja, eher doch recht unspektakulär. Da muss ja auch nicht jede Himmelsinsel ein totaler Kracher sein. Oh, Goldäpfel ohne Ende. Von wegen, nicht jede Himmelsinsel ist ein Kracher. Die Goldäpfel sind echt cool. Nein, keine Feen. Ich hätte so gerne Feen gefunden. Doch, da vorne ist eine. Ich sterbe nämlich öfter mal. Komm mal bitte hier runter. Da dürfen wir noch dreimal sterben. Zusätzlich. Kommst du jetzt oder nicht? Wolltest du da oben bleiben? Hey, listen. Bleibt die jetzt extra oben, weil ich jetzt hier rumschleiche? Nee. Komm weiter nach unten. So ganz, 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 ganz langsam. Ich könnte auch springen, aber ich traue mich nicht. Wenn die jetzt abhauen würde, wäre schon, wär schon super ärgerlich. Ja, sonst nehmen wir erstmal die, die da vorne rumschwebt. Die ist ja ein bisschen weiter unten. Außerdem gucken wir uns gleich den Tümpel selbst mal an. Da könnte natürlich ein Schatz drin liegen. Ach, schaut mal, die will doch gefangen werden. Bei der werde ich um Springen nicht drum rumkommen. Außer ich kann die grabben. Ne, geht nicht. Ach, natürlich. Und ich habe sie verjagt. Ja, ich hätte sie mit dem Bogen abgeschossen. Haben halt nur zwei extra Leben. Muss ich ein bisschen besser spielen. Ah, ganz so furchtbar schlecht spiele ich ja auch gar nicht. Würde man behaupten, das hält sich noch in Grenzen. Will ich da nach oben? Nee. Oder ist da oben was? Ach, sicherheitshalber muss ich gucken. Aber ich werde jetzt garantiert nicht klettern. Wir bauen uns irgendwas Schönes. Hätte von oben vor allen Dingen perfekt drauf fliegen können. Schade, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Ah, hat sich tendenziell nicht gelohnt, leider. Nein, hier gibt's gar nichts. Wie traurig. Aber da, auf der anderen Seite, da gibt es ganz, ganz viel Gedöns.
Da bin ich mir zu über 20% sicher. Schauen wir mal. Zwei Ventilatoren einfach hinten dran klatschen. Lenkung kann ich mir sparen. Ich feiere wirklich genau nach geradeaus. Und ich müsste auch nicht bis zum Ende kommen, sondern ein bisschen könnte ich ja noch mit Tulin ausgleichen. Schaut mal, die Insel da hinten können wir auch noch besuchen. Ja, Mensch, Meister, wartet sie hier auf mich? Waren wir da vorne schon? Ich glaube, da vorne waren wir schon. Ich muss mir ja irgendwann doch mal mehr Markierungen auf der Karte machen, gerade bei diesen Himmelsinseln. Unten ist es ja recht einfach zu sehen, wo man schon war und wo man noch nicht war, denn da decken wir nach und nach ja die Karte über die Türme auf. Also wenn ich den Turm aufgedeckt habe, habe ich ja meistens schon einen Großteil drumherum gesehen. Und die Schreine erkennt man ja, wenn man die noch nicht durchgespielt hat. Aber nicht jede Himmelsinsel hat einen Schrein. Und wir decken ja immer alles hier gleichzeitig auf. Wenn wir unten den Turm aktivieren. Das hier vorne, hier oben meine ich, fällt mir so ein bisschen das Maß. Da bin ich mir ein bisschen unsicher. Gut. Also. Wir kamen von dort vorne. Da ist der Turm und da reisen wir jetzt auch einfach wieder hin. Unter uns müsste auch schon das Plateau anfangen. Jo. Da haben wir auch schön schon den Schrein, den wir durchspielen könnten. Boah, ich freue mich so. Also, das ist hier tatsächlich dann das Gebiet, was wir jetzt auch wirklich dann angehen werden. Kolosseum spare ich mir für später auf. Wir reiten mal den Weg hier unten entlang. Reiten in Anführungszeichen. Pferd benutze ich ja kaum. Was läufst du denn für eine komische Route hier? Moi, 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 moi. Seltsames Pathfinding manchmal die Gegner. Der Brunnen am Aquamesee. Das ist so spannend, da bleibt mir sogar die Stimme weg. Hey! Eins, zwei, was zählst du denn da? Ach, nur so. Ich zähle nur gerade die Gründe, die ich habe, um jemand Bestimmtes zu hassen. Weißt du, es gab da Zwischenfälle mit diesem jemand, bei dem meinen Brüdern schlimmes Leid angetan wurde. Ich habe so auf diesen Moment gewartet, Link. Ach so, das ist ein Jäger. Natürlich, was auch sonst. Ja, gut zum Prozess mitmachen. Hey! Sanshin-Kurzschwert, einschneidiges Schwert des Shika-Stamms. Die kleine zerfressene Klinge bewirkt höhere Angriffskraft bei Überfällen als gewöhnliche Klingen. Muss ich auf jeden Fall einsacken. Ach, schade, dass die alle so zerfressen sind vom Miasma, die Waffen. So wirklich hübsch sind die dadurch logischerweise nicht. War das jetzt alles hier unten? Hier muss doch irgendein Krams für mich noch liegen. Ah, toll, noch so ein Kurzschwert. Da freue ich mich natürlich drüber, aber, so eine Schatztruhe wäre natürlich noch nett gewesen. Na wurscht, ab nach oben!
Und vor allen Dingen ab in diese Richtung. Ah, das Camp hier mache ich noch mit. Schön mit der Donnerblume reinballern. Oh, ich liebe das einfach. Na, willst du noch mehr? Alter Schwede, wie Tuli draufballert. Guter Junge. Mit den Gegenständen der schwarzen Goblins. Goblins sage ich schon, Bockblins. Könnten wir uns zum Beispiel diese Schwerter von gerade eben ein bisschen verbessern. Was übrigens manchmal an dem Goron ein bisschen nervt, an dem Yunobo, ist, dass man aus Versehen seine Attacke verwendet. Wenn man nicht aufpasst. Gerade wenn man so wie ich die ganze Zeit den A-Knopf spammt. Kann schon mal ein bisschen nervig werden. Also, sortieren nach Angriffsstärke. Da, die Hörner hier kommen auf den Boden. Dann nehme ich die Sanshin-Kurzschwerter und packe die da dran. Oh, 23er Waffen. Und das Beste ist, wir haben eine richtig schöne Lanze. Hatte ja schon mal erwähnt, bin absoluter Lanzenfan. Macht sehr viel Spaß, damit zu kämpfen. Ja, Freunde, und wie es hier weitergeht, das erfahren wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.